zu Recht, glaube ich, sehr emotional zu führenden Debatte, glaube ich, ist es im Einstieg auch noch mal notwendig, aufzuzeigen, dass die Bundeswehr seit nunmehr 20 Jahren mit unserem Schulwesen und mit unserem Land kooperiert, was politische Bildung anbelangt. Wir kooperieren mit der Bundeswehr, wir kooperieren mit anderen Partnern von Verbänden, Stiftungen und Kirchen in gleicher Weise. Diese gute Zusammenarbeit wurde bisher von allen Landesregierungen, egal welcher Couleur, anerkannt und sehr geschätzt, häufig auch öffentlich gelobt. Sie, meine Damen und Herren von der Linksfraktion, unterstellen nun allerdings den Informationsveranstaltungen der Wehrdienstbeauftragten und Jugendoffizieren mangelnde Neutralität und Ausgewogenheit. Ich frage mich, woraus schöpfen Sie denn Ihren diffamierenden Argwohn? Bisher gab keine dieser Veranstaltungen irgendeinen Anlass zu der Sorge, dass einseitig informiert oder dass dieser oder jener Einsatz, wo auch immer auf der Welt, verherrlicht wurde. Ganz im Gegenteil. Das war so und dies wird, davon bin ich überzeugt, auch künftig so sein. Meine Damen und Herren, wenn sich nun bei Veränderung der politischen Farbenlehre auch das Fähnchen um Auslandseinsätze, insbesondere um den Afghanistan-Einsatz, scheinbar öfter dreht, dann können wir doch nicht die Bundeswehr dafür verantwortlich machen. Ihre Aufträge erhält die Bundeswehr vom Deutschen Bundestag und diesen haben wir alle gewählt. Die Abgeordneten vertreten uns. Die Bundeswehr führt als Parlamentsarmee die Beschlüsse des Bundestages aus, nicht mehr und nicht weniger. Darüber hinaus ist Deutschland beim Afghanistan-Einsatz Bündnispartner und hat seinen Einsatz, seinen Beitrag zu leisten. Meine Damen und Herren, ich bin stolz auf diejenigen Frauen und Männer, die ihr Land auch mit der Waffe verteidigen. Und ich bin stolz auf die Reservisten in unseren Reihen, von denen ich namentlich die erste Vizepräsidentin Renate Holznagel hervorheben möchte. Vielen Dank für euren Einsatz. Umso mehr schäme ich mich für das, was hier in den letzten Wochen in diesem Land abgegangen ist. Ich frage Sie, sehr geehrte Damen und Herren von der Fraktion Die Linke, warum haben Sie mit Ihrer Diskussion nun auch noch mit diesem vorliegenden Antrag die politische Auseinandersetzung um den Einsatz der Bundeswehr an die Schulen verlagert? Sie haben die Schule zum Stellvertreterort des Für und Wider um Kriegseinsätze gemacht. Das ist doch reichlich feige und verlogen. Hier und in Berlin wird die Auseinandersetzung geführt. Darüber hinaus empfinde ich das Ganze als Pauschalverunglimpfung der Soldaten und Angestellten der Bundeswehr und deren Familien. Denn, wie bereits am Anfang gesagt, wir haben keinen Grund, die Bundeswehr nicht als engagierten Partner in der politischen Bildung anzuerkennen. Und genauso gibt es keine Gründe, die politische Bildung durch Jugendoffiziere in die Nähe von Kriegswerbung zu bringen. Das ist eher verletzend. Meine Damen und Herren, die Debatten der letzten Wochen, ich wiederhole das bewusst, fand ich beschämend und unwürdig. Daher bin ich froh, dass jetzt ein Text für eine Kooperationsvereinbarung vorliegt und sehe daher erst recht keinen Grund, Ihrem Antrag zuzustimmen. Abschließend möchte ich noch anmerken, dass die Vereinbarung in der Ursprungsfassung aus meiner Sicht die bessere war und ich Verständnis dafür hätte, wenn die Bundeswehr vor Annahme der neuen noch einmal gründlich überlegt, das ist meine Meinung, ob es die Meinung meiner Fraktion ist, kann ich von hier aus jetzt nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass die Koalitionäre
informiert sind und den Kooperationsvertrag haben. Das reicht aus. Vielen Dank, Herr Vierkant. Das Wort hat jetzt der Bildungsminister.